Erstens die Kernburg. Sie sollten nun das letzte Tor hinter sich gelassen haben und auf dem innersten Burghof, der auf Abbildung 1 zu sehen ist, stehen, der an dieser Stelle noch sehr eng ist. Hier wollen wir mit unserer Reise durch die Zeit beginnen. Gehen Sie ruhig einige Schritte weiter, bis sich der Hof weiter öffnet, und sehen Sie sich in Ruhe um, während ich Ihnen darüber berichte, wie hier alles begann. Der innerste Burghof ist ca. 90 Meter lang und 40 Meter breit. Wir befinden uns ca. 100 Meter über dem Main. Dieser Bereich war bereits seit 1000 vor Christus besiedelt. Hier befand sich damals schon eine keltische Fliehburg, was einige Funde, die bei Bauarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg ans Licht traten, bestätigen. Nach der Völkerwanderung nahmen die Franken im 6. Jahrhundert den Bergrücken in Besitz und befestigten ihn weiter mit Erdwällen und Holzpalisaden. Da der Standort nahezu ideal war, entstand schon um 600 nach Christus auf dem Berg ein fränkischer Herzogssitz. Im Jahre des Herrn 689 begab es sich, dass der irische Wanderbischof Kilian mit zwei Begleitern nach Würzburg kam. Dort traf er auf den bereits getauften fränkischen Fürsten Godsberg von Thüngen, der das Gebiet unter sich hatte. Kilian kritisierte den Herrscher und wollte ihn überreden, sich von seiner Frau, der Witwe seines Bruders, zu trennen. Solche Ehen waren unter den teilweise noch mit heidnischen Bräuchen lebenden Franken oft vertreten, wurden von guten Christen jedoch nicht geduldet. Diese dreiste Forderung erboste die Gattin des Fürsten sehr. Und so ließ sie die drei Täufer umbringen, als ihr Mann auf Kriegszug fort war. Burkhard, der erste Würzburger Bischof, ließ Kilians Gebeine ab dem Jahr 752 als Reliquien verehren. 788 wurden die sterblichen Reste des Heiligen dann in Anwesenheit von Karl dem Großen in den damaligen Dom hinunter überführt. An dieser Stelle steht heute das Neumünster mit dem Kiliansgrab. Kilian wurde der fränkische Heilige. Vieles in Würzburg erinnert an ihn, zum Beispiel das jährliche Volksfest Kiliani, auf das man von der Festung einen wunderschönen Blick hat. Ihm können Sie auch auf der alten Mainbrücke wieder begegnen, wo er in Stein gehauen mit erhobenem Finger und einem goldenen Schwert über dem Fluss wacht. Ungefähr zu dieser Zeit kamen in Mitteleuropa Steigbügel bei der Reiterei in Mode. Dies ermöglichte einem gepanzerten Reiter, in vollem Galopp einen Lanzenstoß auszuführen, ohne dabei selbst vom Pferd geschleudert zu werden. Zudem erschwerte diese Erfindung es den Fußkämpfern, einen berittenen Krieger vom Pferd zu zerren. Das war die Geburtsstunde der Ritter. Sehen Sie das runde Gebäude mit der Kuppel? Gehen Sie bitte auf dessen Eingang zu. Dieses Bauwerk ist die Marienkirche, nicht zu verwechseln mit der großen gotischen Marienkapelle unten in der Altstadt. Die Rundkirche stammt aus der Merowingerzeit und ist eines der ältesten Gebäude Deutschlands. Herzog Hethan II. Soll sie im Jahr 706 zu Ehren der Gottesmutter errichtet haben lassen. Hier ruhten Kilians Gebeine bis zur Überführung hinab in die Stadt. Heute liegen hier unter fein gearbeiteten Grabplatten, die im Boden der Kirche eingelassen sind, die Eingeweide von 20 Würzburger Bischöfen. Nach dem Versterben eines Bischofs musste dessen Leibarzt den Tod und die Ursache feststellen. Während der restliche Körper nach einer feierlichen Überführung im Dom beigesetzt wurde, fanden die Innereien der verstorbenen Bischöfe hier die letzte Ruhe. Die Herzen der Geistlichen wurden an einem dritten Ort beigesetzt. Julius Echter, ein Fürstbischof, der um 1600 die Kernburg im Stil der Renaissance umgestalten ließ, gab der kleinen Kirche ihr heutiges Aussehen und ließ den Rundbau mit einem rechteckigen Schiff erweitern. Zu dieser Zeit wurde auch eine Verbindung zum Fürstenbau geschaffen, so dass der Kirchenmann auch bei feuchtem Wetter trockenen Fußes am Gottesdienst teilnehmen konnte. Von Bischof Echter werden wir später noch mehr erfahren. Kaum zu übersehen ist wohl der runde Turm, der frei im Burghof steht. Ich nenne ihn absichtlich nicht den Bergfried, denn diesem Zweck hat er nie gedient. Bergfriede wurden als letzter sicherer Rückzugsort für die Ritterfamilie bei Angriffen und zum Wohnen gebaut. Unsere Würzburger Festung diente aber nie einer Ritterfamilie als Wohnsitz.
Hier war der Sitz der Landesregierung und des Herzogs von Ostfranken, der gleichzeitig ein Bischof war. Die Wohnräume des Kirchenmanns befanden sich im Ostflügel dieses Hofes gegenüber dem Eingangstor. Die spätere Geschichte wird zeigen, dass die Fürstbischöfe bei Gefahr lieber flohen, statt sich auf der Festung zu verschanzen und in einem Bergfried zu hausen. Dieser Turm wurde als Wachturm konzipiert. Sehen Sie mal nach oben zur Turmspitze auf 42 Meter Höhe. Die an dem Gemäuer darunter herausragenden Steine trugen Aussichtsplattformen. Entlang des Mains, zum Beispiel in Ochsenfurt, kann man die teils noch gut erhaltenen Ruinen kleinerer Landwehrtürme finden. Mit Signalfeuern konnte so ein heranziehendes Heer schnell bis nach Würzburg von Turm zu Turm weitergemeldet werden. Sicher werden Sie bemerkt haben, dass unser Turm seitlich noch einen zweiten, viel kleineren Rundenanbau hat. Darin führt eine enge Wendeltreppe hinauf in eine Kammer, fast auf halber Höhe. Von dort ließ man gefangene Feinde an einem Seil durch eine Luke hinab in das fensterlose Erdgeschoss des Turms. Das einzige Licht dort unten drang durch die kleine untere Scharte. Die eiserne Türe, die heute unten in den großen Turm hineinführt, wurde erst viel später eingefügt. In diesem Hof befindet sich neben der Kirche und dem Aussichtsturm noch der besonders bei Belagerungen überlebenswichtige Brunnen. Bis zum Wasserspiegel hinab sind es über 90 Meter. Mit einem Tretrad konnten ca. 200 Liter Wasser pro Stunde nach oben befördert werden. Zudem versorgte sich die Burg über Zisternen. In den folgenden Jahrhunderten wurden weitere Wasserquellen für die Festung erschlossen. Darüber berichte ich Ihnen später. Bitte laufen Sie nun wieder zurück in Richtung des Tores mit der Brücke, durch das wir in den Innenhof gekommen sind. Auf dem Weg dahin habe ich Ihnen noch einiges zu berichten. Die Hochzeit von Friedrich I. im Jahre 1156 war für die Würzburger sicher ein großes Ereignis. Barbarossa war es dann auch, der 1168 den Bischof von Würzburg zum Herzog in Franken machte, sodass dieser sich ab dann Fürstbischof nennen konnte. Damals standen hier aber nur das Steinkirchlein und einige wenige Häuser auf dem Berg. Von einer richtigen Burg konnte man nicht sprechen. Auch die Bischöfe lebten zu dieser Zeit noch unten im Tal. Erst Bischof Konrad von Querfurt begann mit der Errichtung einer für diese Zeit ungewöhnlich großen Burg um die Kirche herum. Der Kirchenmann wurde in sein Amt gewählt, als er gerade auf einem Kreuzzug war, und starb auch einen gewaltsamen Tod, als er einige Jahre später auf dem Weg zum Dom ermordet wurde. Seine Nachfolger bauten die Burg weiter aus. Im Jahre 1230 wurde im Osten ein Palas für den Fürsten erbaut. Circa zu dieser Zeit hat auch der berühmte Dichter Walter von der Vogelweide hier in Würzburg gelebt. Er liegt unten in der Stadt im Lusamgärtchen begraben. Bitte verlassen Sie diesen Hof nun durch das Tor, durch das wir hereingekommen sind, während ich Ihnen erzähle, wie es mit unserer Burg weiterging. Bitte warten Sie dann auf der Brücke. Ab dem Jahr 1253 diente die Marienburg den Fürstbischöfen als Quartier. Der erste Bischof, der seinen Wohnsitz komplett auf die Festung verlegte, war Hermann I. von Lobdeburg. Nachdem er von wütenden Bürgern als Geisel genommen wurde und der Sache gerade noch unbeschadet entkommen war, schien ihm der Berg ein sicherer Aufenthaltsort zu sein. Als 1298 ein wütender Mob eine blutige Spur durch Franken zog und in Würzburg fast 1000 jüdische Bürger an einem Tag umgebracht wurden, oder als 1348 die Pest in der Region hauste, war der Fürstbischof hier oben auf jeden Fall sicherer aufgehoben als in der Stadt. Und so nisteten sich die nachfolgenden Bischofsgenerationen auf dem Berg ein. 500 Jahre lang wurde immer wieder um- und angebaut, erweitert und nachgerüstet, bis die Residenz unten im Tal erbaut wurde. Weiter geht es mit Kapitel 2.